Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Gratulation, besser gesagt, nein, kleiner Schatz. Ich möchte mich einmal an alle meine Abonnenten da draußen bedanken. Unter anderem wollte ich euch frohe Weihnachten wünschen, hier an dieser Stelle jetzt. Und dass ihr auch ein frohes Fest habt. Deswegen, ich mache gar nicht so lange, ich wollte nur ein bisschen Atmosphäre haben und daher ist ja bei Skyrim, der Elder Scrolls Skyrim, quasi permanent weihnachtlich ist, also Schnee ist, dachte ich mir, laufe ich ein bisschen herum und ich muss sowieso mal ich gebe euch Deckung mit dem Spiel irgendwann mal fortfahren und deswegen dachte ich, komm, läuft hier ein bisschen herum, erzählt mal was. Und zwar folgendes: Ich werde in den nächsten paar Tagen ein bisschen weniger machen, aber Anfang des Jahres könnt ihr wieder damit rechnen, dass ich wieder voll durchstarte. Heißt, da geht dann es weiter mit Dead Telic spielen, mit Assassin's Creed, mit alles anderem. Aber wie gesagt, ich wollte euch halt nur quasi zu frohe Weihnachten wünschen. Und auch hoffentlich, dass ihr einen guten Rutsch habt, falls man sich nicht mehr hört. Und eigentlich... Was? Das habe ich auch schon, oder? Habe ich noch was? Ach ja, genau. Und ich könnte eigentlich gerne mal von euch meine Meinung hören, was ich so im nächsten Jahr auf jeden Fall anstreben soll an Videospielen und was ich definitiv mal antesten soll an Videospielen. Es kann auch gerne Browser Games sein. Oder von euch entwickelt, falls ihr selber Entwickler seid. Beziehungsweise Spiele erstellt oder irgendwie produziert. Ach egal. Geschafft. Okay. Nee, aber wenn ihr mal Vorschläge habt, ich mache auch das Video nicht zu lange, das ist einfach nur frohe Weihnachten wünsche und so. Deswegen, da muss das ja nicht so lang. Vor allem hoffe ich, dass ihr dann auch einen guten Rat habt und nicht, dass ich dann euch irgendwie... Naja. Ich rede wieder zu lang. Lassen wir noch ein bisschen das Jahr durchgehen. Wir haben Assassin's Creed erlebt. Sehr viel. Die Reihe von Desmond ist ja bald zu Ende mit dem dritten Teil. Und ja, jetzt, ich weiß, ich habe jetzt somit gespoilert, ist mir bewusst. Aber... Ja, was soll ich dazu sagen? Warum ist es vielleicht Spoiler, wenn man erwähnt, dass eine Story heimlich zu Ende geht? Nee, auf jeden Fall im dritten Teil wird es das letzte Mal sein, dass wir Desmond haben. Und dann im vierten Teil von der Reihenfolge her. Entschuldigung, im fünften Teil. Ich muss ja von der Reihenfolge ausgehen. Im fünften Teil von der Reihenfolge her haben wir dann einen anderen Protagonist, beziehungsweise Protagonistin wahrscheinlich. Ich weiß es allerdings noch nicht, weil ich das Spiel noch nicht besitze. Dazu komme ich noch zurück. Ich werde den dritten Teil auf jeden Fall spielen. Da werde ich auch sogar Multiplayer mit einem Kollegen zusammen spielen. Den muss ich da noch ein bisschen fragen, wie sich das zeitlich einrichten lässt. Da werden wir so um die 25, lass mich lügen, 30 Runden aufnehmen. Und das werde ich dann auch hoffentlich euch freuen drüber, als das ist jetzt so fürs nächste Jahr schon mal eingeplant ist, ne? Was ich auch geplant habe, dass ich ein bisschen enger mit den Entwicklerstudios versuche zusammenzuarbeiten, also sehr regen E-Mail-Kontakt, sehr regen telefonischen Kontakt, also alles in der Form, wie man dann Kontakt halten kann und auch erzeugen kann. Hey, warum renne ich eigentlich mal hier durch? Man kann doch auch mal normal gehen. Ne, und auf jeden Fall würde ich sagen, war es eigentlich auch schon. Ich wollte halt, wie gesagt, nur ein bisschen was zu der Jahreszeit eigentlich eher passen sollte, nämlich Schnee, den wir ja leider hier oben in Deutschland immer noch nicht haben. An den Stellen, wo ihr es habt, freut euch darüber. Ihr habt gut. Na gut. Wie gesagt, also ich hoffe, ihr freut euch auf eure Weihnachtsgeschenke und so alles. Ich werde auf jeden Fall gucken, ob ich nicht doch noch eine Art Giveaway mache. Zwar jetzt nicht sofort, also nicht heute, aber irgendwann mal. Da werdet ihr auf jeden Fall mächtig was bekommen. Ich sag mal so, da hätte ich ja 100 Abonnenten haben mindestens
versuche ich zumindest zu kriegen, mindestens 20 Leute die Chance, etwas zu kriegen. Falls ich es nicht hinkriege, informiere ich euch aber mit einem kleinen Artikel bei Facebook oder bei Twitter nochmal. Ansonsten würde ich sagen, war es das hier an der Stelle. Und ich verabschiede mich erstmal für heute von euch. Morgen kommt noch wie immer Paladins um 15 Uhr. Und ansonsten muss ich heute noch, beziehungsweise heute bis morgen, so um den Dreh, definitiv noch die Folgen Randall's Monday und Assassin's Creed aufnehmen für Montag. Also auf mich kommt auch noch einiges zu. Aber ich hoffe, dass ihr euch zumindest darüber freut, dass ich mir ein bisschen Mühe gegeben habe. Weil ich bin jetzt auch hier, ich wollte ja hier sogar nochmal hin. Ja, und dann würde ich sagen, haut rein, habt eine schöne Woche. Die letzte eventuell, glaube ich sogar. Habt schöne Tage. Haut rein. Und ich bin raus, euer Sas. Und ciao.